Auto waschen, Auto abstellen, Hund waschen. Eigentlich richtig schön, richtig angenehm. Man fährt wieder zu Hause, ein sauberes Auto und auch noch einen sauberen Hund. Besser kann es nie sein. Das Herrchen kennt seinen Hund am besten und so hat der Hund halt weniger Angst, als wenn man es in anderen Händen abgibt. So, jetzt haben wir warmes Wasser. Jetzt nehmen wir natürlich ein Pflegeshampoo und Conditioner gleichzeitig. Kommt alles aus der Brause raus. Das sehen Sie gleich sofort, wie das schön schäumt und angenehm duftet. Das ist ein extra mildes Shampoo. Es ist milder als ein Babyshampoo. Keine Tenside. Es hat eine Freigabe von einem amerikanischen Züchterverband. Das Shampoo kommt auch extra aus Amerika. Es wird auch, die Leute, die Waschanlage betreiben, haben sich sehr viele Gedanken gemacht, haben viele Shampoos ausprobiert, aber dann sind sie bei diesem geblieben, weil das einfach die beste Resonanz hatte von den Kunden. Und es ist ein sehr angenehmer Duft, finde ich. So. Zwischendurch kann man das Shampoo einmal ausspülen und wieder mit warmem Wasser. Jetzt noch mal Geld nachwerfen. Jetzt versuche ich den, wir haben extra einen Floh- und Zeckenschutz. So, einmal kurz abspülen. Warmes Wasser. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu föhnen. Wir haben einen Föhn mit zwei Trockenstufen. Einmal natürlich die erste Trockenstufe für Hunde mit kleinem Fell und einmal eine Trockenstufe 2 für Hunde mit längerem Fell. Aber man kann der Kunde kann sich auch selber entscheiden. Der muss den Hund nicht föhnen, kann aber. Oder er trocknet den ab. Bei warmen Tagen muss er nicht, trocknet relativ schnell. Genau. Viele Hunde haben auch ein bisschen Angst vor dem Föhn. Deswegen ist es nicht sehr laut, der Föhn, aber manche Hunde haben halt Angst vor dem Föhn. Oder ist es halt ein bisschen ungewöhnlich. Wie gesagt, wenn man möchte, kann man auf den Trockenstufe 2 ein bisschen stärker. Aber bei ihr ist es nicht notwendig, weil sie relativ kurzes Fell hat. Zudem haben wir noch die Möglichkeit, extra für Hunde mit weißem Fell, haben wir ein extra Shampoo.
Also die Waschanlage wird auch täglich desinfiziert. Das ist in der Nacht, passiert das meistens zwischen 12 und 1 Uhr. Und dann wird die komplette Waschanlage einmal desinfiziert. So, warte, Lulu. Vorsicht. Einmal gerne schütteln. Lulu, komm her. Hast du gut gemacht. Bravo. Und wird natürlich mit einem Leckerchen belohnt hinterher. Hast gut gemacht. Schön. So. Nach dem Waschvorgang, wenn der Hund fertig ist, hat der Kunde die Möglichkeit, eine kostenlose Reinigung durchzuführen. Da drückt er einfach auf. Das Wasser ist jetzt kalt. Also für die kostenlose Reinigung hat man halt, dann gehen schön die ganzen Hundehaare, die übrig geblieben, weg. Kann man einmal schön sauber machen. Und auch zum Beispiel auch die Hände waschen. Genau. Und einmal wegnehmen bitte. Hand weg. Pflege. Darf ich fragen, wie? Wir haben jetzt 4 Autos. Mhm. Wenn die gut ankommt, dann bauen wir auf. Sehr positiv. Also viele Kunden sind wirklich sehr begeistert. Wenn sie halt vorbeikommen zu der Tankstelle oder Auto waschen, dann kommen die, schauen, fragen nach, machen Fotos, posten in den sozialen Medien. Und die Leute, die halt den Hund gewaschen haben, sind auch durchaus begeistert, sagen, ich komme gerne wieder, es ist eine tolle Erfindung. Das Herrchen kennt seinen Hund am besten und da ist halt die Bindung zu seinem Herrchen. Das ist weniger ängstlich, der Hund. Das Herrchen ist halt bei ihm die ganze Zeit, permanent. Und so hat er halt, der Hund halt, musste sich keine, oder weniger Angst, als wenn man es in anderen Händen abgibt. Ich habe auch einen Hund und meine hatte das erste Mal auch ein bisschen Angst. Da habe ich sie ein bisschen mit Leckerchen bestochen, dann ist sie reingegangen. Und das zweite Mal war überhaupt kein Problem. Also die ist freiwillig allein, die wusste, wo es hingeht, ist reingegangen. War überhaupt kein Problem das zweite Mal. Also wir sind doch stolz drauf, dass wir wirklich die erste Tankstelle sind mit so einer Hundewaschanlage. Doch, das macht uns etwas stolz. Und man beobachtet auch, wir haben viele Kunden, die halt den Hund schon im Kofferraum haben, nur allein für die Autowäsche. Und da gibt es auch die Möglichkeit, einfach schnell auszusteigen. Solange die halt warten, bis das Auto gewaschen wird, können die auch den Hund waschen. Zum Beispiel Warmwasser und der Föhn kosten 40 Cent die Minute. Und das Shampoo, der Conditioner und wir haben noch so einen Flow- und Zeckenschutz, das kostet zum Beispiel 80 Cent die Minute. Das ist so eingestellt. Bei so einem kleinen Hund kostet das ungefähr 4 bis 5 Euro, muss man rechnen, so grob. Wenn man natürlich einen großen Hund hat mit einem langen Fell, muss man auch vielleicht 8, 9 Euro rechnen. Man soll es nicht übertreiben mit der Hundewäsche. Einmal im Monat reicht vollkommen aus. Aber manchmal ist es halt notwendig. Wenn der Vierbeiner extrem müffelt, dann muss man das dann machen. Ja, man wirft erst Münzen rein. So, jetzt haben wir verschiedene Programme. Ich wähle zuerst das warme Wasser. Das Wasser hat eine Temperatur von 36,5 Grad, genau auf die Körpertemperatur des Hundes eingestellt.
Das ist gleichzeitig so ein Massageeffekt. Also viele machen es, halten die Brause vom Weiden, aber man muss es gar nicht. Ruhig nah dran,